Grinsen genau gesehen. Schau genau, wohin du trittst. Ja. Als wenn ich es nicht. Na, okay. Wüsste. Meine Geschosse dann eigentlich auch so wie die von denen durch die Wände durch? Kann eigentlich mal ausprobieren. So, bald 400 voll. Oh, schaff die Fliegen aus. Oh, okay. Mhm. Ach wie, nee. Und ich sag noch, ich bin nicht so der Zeitdruck-Typ. Diese Fledermäuse, ne? Ein bisschen Leben wäre nicht schlecht. Oder der nächste Laden. Zum Glück bleibt das Ding oben im Ärger. Ja, nee, ist klar. Damit du nicht sagen kannst, ich sei negativ draus. Los, Messenger, du schaffst das. Sau. Gibst du, das hast du nur gemacht, weil du mich sehen wolltest. Ja, genau. Dein Ernst? Oh.
hätte jetzt gerne Zugriff zu einem Laden. Gut. Warte, auf lange Sicht offensichtlich genügend Zeitscheren, das ist echt gut. So, ein Levelboss. Ich glaube, du stehst vor der Tür des Nekromanten. Irgendwie irgendwelche Ratschläge. Über diese Schurke lässt sich ist nur wenig bekannt. Also keine Ratschläge. Allem ausweichen, dass wie schwarze Magie aussieht. Wäre ein guter Anfang. Wow. Du bist eine wirklich große Hilfe. I'm how to create customer modes. Which channel you can find full information just click the reference. Ah, okay. Lese ich jetzt gerade erst. Nun, du solltest außerdem bei meinem Sortiment einfach nur upgraden zu. Danke dir für deinen Gruß. Ja, der Nekromant ist ein Neuankömmling. Wir wissen bisher nur, dass er mit seiner Armee der Untoten die Weltherrschaft an sich reißen will, wie so viele andere. Wir wissen, Verzeihung, ich meine, ich weiß nur. Ich bin hier also vollkommen auf mich allein gestellt. Als ob. Gut. So, Levelboss würde ich sagen, ne? Und mit dieser Armee der Untoten werden bald all die mächtigen Ruxthin fürchten. Was denn? Wir haben Besuch. Ist ein Stab? Ich habe keine Zeit für Besucher. Es scheint aber Zeit für mich zu haben. Es ist ein Stab. Na toll. Und ich dachte, ich könnte mit meinem Labor des Bösen spielen. Muss ich dich daran erinnern, wer hier das Sagen hat? Und jetzt drohe ihm und versuche uns nicht wie das letzte Mal zu blenden. Oh, ich habe geübt. Schau mal. Upp. Was? Wer wagt es, mein Versteck zu betreten? Oh oh. Ist das der Messenger? Sieht so aus. Was machen wir? In die Schriftrolle stehen natürlich. Ach, guter Plan. En garde, steh dich der mächtigen Macht des großen Ruxthin! Okay. Ah, okay. Das Schiff, sondern dass ich tatsächlich. Aua. Ah. Okay, ja, ich denke. Ich dachte, ich hätte verstanden. Ich dachte, ich hätte getroffen. Hier Pfeffer. Okay.
Rüpp, rüpp. Zack, auf die Fresse. Ba, 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 ba. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ab. Triffst mich trotzdem. Das Fuß aufs Maul. Ich ergebe mich. Moment mal, ich nicht. Es ist vorbei, diese Nummer mit dem Bösen funktioniert für uns beide nicht. Egal wie viel Schädel wir uns aufsetzen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Ich bin ganz ohr. Ich weiß nicht, irgendwas anderes eben. Wie zum Beispiel. Selbstbeobachtung wäre ein guter Anfang. Was hast du, was hat uns das alles gebracht? Lächerlich, ich bleibe böse. Ach ja, und wie willst du etwas erreichen, wenn ich dich nicht mehr trage? Nun, ich könnte... Das ist... Ja, das ist in der Tat ein gutes Argument. Dann ist es entschieden. Zieh weiter, Messenger. Wir werden der Welt keinen Schaden zufügen. Versprochen. Bin mir nicht sicher. Na gut. Ja, fast nicht gestorben, ne? Check your reference, Twitch Banner. Okay. One of the best games, ja. Ist doch... Ah ja. Junge! Alleine am Start schon so zu verpacken ist ja... Guten Tag. Na gut. No. 300, 225 und 200. Okay. Sag uns mal was über den aktuellen, über die Region. Der Bambuswald nach deinem Marsch in den Kack kommen muss das wie Balsam für deine Frau sein. Allerdings, mach das Beste draus, nichts in diesem Abenteuer wird so nah an einem freien Tag herankommen wie dieser Ort. Ich werde es versuchen. Ich wusste nur nicht, dass etwas so Fröhliches existiert. Das sagt wohl mehr über deine Denkweise aus als über diese Welt. Zeitscherben, stimmt. Was sind eigentlich Zeitscherben? Du bist also der Typ, ich fasse das unbekannte magische Objekt an und stelle erst hinterher Fragen? Das sind Zeitscherben. Mit ihrer Hilfe kann ich deine Fähigkeiten verbessern. Wie funktioniert das? Genauso wie ich es bisher auch gemacht habe. Du suchst dir aus, was du haben willst, gibst mir die nötige Anzahl an Scherben, damit ich das loslegen kann. Ich meine eigentlich den Zauber. Das ist kompliziert. Ich bin aber neugierig. Und ich bin beschäftigt. Zeit für eine Geschichte. Ich brauche nochmal einen Schluck. Die nächste Geschichte. Natürlich. Was? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt? Warum nicht? Du bist im Bambuswald. Sonniger als hier wird es in diesem verfluchten Welt nicht. Und das heißt was? Das heißt, dass du die Gelegenheit nutzen solltest, um draußen zu spielen. Bis erstmal. Was? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte...
Aha, gut, dann. Warum bin ich davon ausgegangen, dass da auch... ...weniger kommen sollten? Hä? Aua! Was? Was ist das denn jetzt? Ich muss gleich mal in einer kleinen Pause gucken, warum der Chat nicht mehr funktioniert. Der Anzeige. Aua. Vielleicht beim nächsten Tod, ne? Aber sag mal, ganz ehrlich. Da war doch gerade... nicht. Aha. Das war ein ruhiger Ort, bevor du hier aufgetaucht bist. Ah. Zwar der Arsch der Welt, aber ruhig. Wem sagst du das? Guten Tag und danke für das Follow. Funktioniert doch. Ich wollte gerade sagen, hä? So zur Hölle funktionieren die Alerts nicht. Aber ja doch. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bleibst. Speedrun.